Mein Name ist Philipp Link. Ich bin bei Maul für die Fertigungstechnik verantwortlich und ich möchte Ihnen heute die klappbare Moderationstafel vorstellen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie die aufgebaut wird. Ich stecke die beiden Beine an der Seite an die Tafel ran. Die Beine verschnappen hier oben über den einhändig zu bedienen Sicherheitsverschluss. Klapp das hintere Teil der Tafel hoch, verriegel die Tafel mit den Schiebern und bin fertig. Die Tafel kann mit verschiedenen Zubehörteilen nachgerüstet werden, zum Beispiel mit Flipchart-Blockhaltern, um halt, wie der Name schon sagt, einen Flipchart-Block anschließend anzuhängen oder mit einer Ablegeschale, um verschiedenes Zubehör, was man für die Moderation braucht, direkt griffbereit zu haben. Das Besondere an unserer Klapptafel ist, dass der mittlere Bereich mit zwei Aluprofilen ausgestattet ist, sodass die Tafel sich im zusammengebauten Zustand zueinander nicht bewegen kann. Das haben wir dadurch erreicht, dass die Aluprofile in der Mitte nach dem Nut- und Federprinzip aufgebaut sind, sodass sich Nut und Feder ineinander verhaken und dadurch halt eben eine formstabile Verbindung zwischen den beiden Tafelhälften erzeugt wird. Die Tafeln der Professionell-Serie sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich, außerdem miteinander kombinierbar und über spezielle Klammern miteinander zu verbinden. Außerdem lassen sich die Tafeln optional mit einer Leinwand erweitern.